mein Sohn! Diese berühmten Worte fielen an einem Tatort, der mitten in Rom liegt und vor kurzer Zeit erst wiederentdeckt wurde. Direkt hinter einer Mauer an den Tempelruinen am Largo di Torre Argentina wurde 44 vor Jesu Geburt Julius Caesar ermordet, erdolcht um genau zu sein. Die Außenwände jenes Raumes, in dem die Tat stattfand, sind heute deutlich sichtbar. Es handelt sich dabei um die Kurie des Pompeius, einem großen rechteckigen Saal, in dem der Senat damals tagte. Archäologen fanden im Untergrund Bodenmarkierungen, die nach dem Mord an der Stelle, an der Caesar zu Boden sank, versehen wurden. Leider ist diese Stelle zurzeit nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Erst vor kurzem ist es möglich, sich in der archäologischen Anlage auf Augenhöhe mit den Resten des alten Roms zu bewegen. Erst nach dem Abriss eines Wohnquartiers in den 1920er Jahren wurde die Stätte entdeckt und freigelegt. Neben den römischen Ruinen wurden auch die Überreste einer alten Kirche gefunden, die 1847 abgebrochen wurde. Eine kleine angeschlossene Ausstellung präsentiert Artefakte und Fragmente, die während der Ausgrabung der letzten Jahrzehnte gefunden wurden. Tickets gibt es für günstige 6 Euro direkt vor Ort.